Ich will damit beginnen, einen Blick drauf zu werfen auf wirtschaftliche Streiks. Auch die Zahlen, die jetzt 2010 schon vorliegen oder 2011, sind von der Tendenz, die ich hier aufführen wollte, vollkommen gleich. Wir können feststellen, dass die Bundesrepublik Deutschland neben der Schweiz und neben Japan, ist jetzt nicht hier drin, das streikärmste Land weltweit ist. Das ist nur mal ein Fakt, bevor wir zum Thema politischer Streik kommen. Also wir werden ja als Gewerkschaften sofort kriminalisiert und alle Medien, außer vielleicht das neue Deutschland und junge Welt, fallen sofort wie die Hyänen über uns her, wenn wir streiken. Also das sollten wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch in die Debatte immer einpflegen, dass hier extrem wenig gestreikt wird, wie in der Schweiz oder wie in Japan. Und mit dieser Mehr sollten wir also auch versuchen, eine Gegenöffentlichkeit darzustellen und auch aufzuräumen. So viel zu wirtschaftlichen Streiks. Dann mache ich einen kleinen Sprung ins Verfassungsrecht. Hier steht ja im Artikel 9 Absatz 3, das Recht zur Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden etc. pp. Und Verfassungsjuristen oder Gegner von politischen Streiks, die sagen ja nach dem Grundgesetz, ja, Arbeitsbedingungen, macht das mal Gewerkschaften, dafür habt ihr eure Tarifverträge. Was aber die Verfassungsrechtler, die dagegen sind und auch Arbeitgeberverbände etc. und große Teile der Politik immer unter den Tisch fallen lassen, dass im Grundgesetz auch Wirtschaftsbedingungen drinsteht. Und Wirtschaftsbedingungen werden ja in einem hohen Maße auch von der Politik beeinflusst. Also ich würde jetzt, das gibt auch Verfassungsrechtler, die das so sehen wie ich, auch da herleiten, dass wir sowohl als bundesrepublikanische Gewerkschaften sehr wohl das Recht haben, auch in wirtschaftspolitischen oder in sozialpolitischen Fragen uns einzumischen, vielleicht unter anderem auch mit dem Kampfmittel des politischen Streiks oder Generalstreiks. Dann haben wir den Artikel 20, da steht, dass wir ein sozialer Bundesstaat seien, ich weiß nicht, ob wir es noch sind. Das muss man natürlich auch vernetzt sehen mit dem Neuner und da in dem Vierer in diesem Artikel steht, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Da gibt es auch einen Juristenstreit drüber. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, Rente mit 67. Die Gewerkschaften haben Petitionen gemacht, es gab Demonstrationen samstags, es gab Abgeordnetenbriefe, es gab alle möglichen Aktionen und trotzdem wurde diese Politik nicht zurückgenommen. IG Metall hat es ja punktuell gemacht. Und wenn alles ausgeschöpft ist, kann man auch da herleiten, dass auch das Widerstandsrecht dafür in Frage kommt. Dann haben wir den Artikel 5 und 8. Das sind die beiden Artikel, wo insbesondere sehr häufig die IG Metall klugerweise sich drauf bezieht, wenn sie politisch streikt punktuell. Das betrifft nämlich die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, IG Metall vereinfacht gesagt, argumentiert dann gegenüber den Arbeitgebern, die Demonstrationsfreiheit und die Meinungsfreiheit kann nicht vor dem Werktor Halt machen. Und wir machen halt jetzt eine Versammlung und die ist halt zufälligerweise während der Arbeitszeit. Das ist juristisch und strategisch sehr klug und das würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ich sage es mal provozierend, aber nicht bös gemeint, politisch ist es eigentlich inkonsequent, weil man versteckt sich hinter diesen beiden Artikeln und in Wirklichkeit streikt man politisch. Und da kann man drüber streiten, ob es klug ist, dann auch das Kreuz zu haben, zu sagen, wenn genug mitmachen, dann können wir es auch politischer Streik nennen. Weil wenn genug mitmachen, werden die Arbeitgeber sich nicht trauen, uns auf Schadensersatz zu verklagen. Aber das ist jetzt einfach nur mal so als Spitze oder als Diskussionspunkt hier in den Raum gestellt. Dann haben wir noch den Artikel 21, woraus wir auch einiges herleiten können. Da steht drin, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Also die Juristen würden das als nicht abschließende Aufzählung qualifizieren. Das heißt, auch hier der Artikel 21 legitimiert außer den politischen Parteien, außer den Parlamentariern und Parlamentariern, auch andere, sich bei der politischen Willensbildung einzumischen, ob das Einzelpersonen, ob das Attac ist, ob das Friedensbewegte sind, ob das Gewerkschaften sind.
Also da, auch da kann man sagen, auch Gewerkschaften können sich über diesen Artikel legitimieren, auf die politische Willensbildung des Volkes mitzuwirken, selbst wenn sie nicht in den Parlamenten tätig sind. Und ein Mittel kann unter Umständen auch die Androhung von einem Streik sein. So viel zum Verfassungsrecht. Das ist ein bisschen trockene Materie, aber in Deutschland wird immer sehr viel Juristerei betrieben. Und wir wissen ja auch, da komme ich noch dazu, dass hier der politische Streik derzeit noch weitestgehend illegalisiert ist. 2002, mache ich einen kleinen Sprung zum Bundesarbeitsgericht, hat das Bundesarbeitsgericht zwar nicht explizit über diese Frage entschieden, hat aber in einer Urteilsbegründung was ganz Bemerkenswertes geschrieben. Die haben in der Urteilsbegründung geschrieben, dabei mag die generalisierende Aussage, Arbeitskämpfe sei stets nur zur Durchsetzung tarifvertraglicher regelbarer Ziele zulässig, im Hinblick auf Teil 2, Artikel 6, Nummer 4 der Europäischen Sozialcharta einer erneuten Überprüfung bedürfen. Denn immerhin ist nach der Meinung des Sachverständigenausschusses das Verbot aller Streiks in Deutschland, die nicht auf den Abschluss eines Tarifvertrages gerichtet sind und die nicht von einer Gewerkschaft ausgerufen oder übernommen worden sind, mit den Garantien der Europäischen Sozialcharta unvereinbar. Also diese Illegalisierung des politischen Streiks stammt ja aus den 50er Jahren, Zeitungsstreik. Und hier haben wir zumindest in einer Kammer eines Bundesarbeitsgerichts eine neue Meinung, auch wenn sie jetzt noch nicht normativ wirkt. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir mal verklagt werden würden, wenn wir politisch streiken würden als Gewerkschaften, dann ist noch gar nicht ausgemacht, dass die jetzigen Bundesarbeitsrichter sagen würden, letztendlich, so IG Metall oder Verdi oder IG Bau, NGE, wer auch immer, jetzt müsste den Arbeitgebern Schadenersatz zahlen. Das ist noch gar nicht ausgemacht. Ich persönlich sage aber trotzdem warnend hinzu, solche Fragen legt man nur, wenn man selbst gezwungen wird, in die Hände der Juristerei. Also das erkämpft man, das Recht, und wenn man dazu gezwungen wird, will ich nur damit andeuten, dass wir nicht per se schutzlos dem Bundesarbeitsgericht ausgeliefert sein würden. Wir hätten vielleicht auch Chancen, dass die Rechtsprechung sich verbessern würde, wenn eine Klage mal durchgeführt werden würde. Ich persönlich halte den Weg aber als nur Notlösung, wenn die Gewerkschaften in diese Ecke gedrängt werden würden von den Arbeitgeberverbänden. Ich wollte einfach nur aufzeigen, dass auch bei den Richtern ein Umdenken möglich ist, und Sie haben es ja auch da angedeutet. Im Grunde genommen ein Wink mit dem Zaunpfahl, macht es doch mal. Aber ob man es dann macht, das ist eine strategische Frage. Dann vorhin in dem letzten Überblick gab es ja den Hinweis auf den Sachverständigenrat des Ausschusses des Europarates, und die haben bereits 1998 das deutsche Streikrecht gerügt, und ein Zitat daraus, das ist sehr bemerkenswert: Das Verbot aller Streiks, die nicht auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet seien, sei eine schwere Verletzung eines Artikels aus dem harten Kern. Und wer sich in Gesetzestexten auskennt, ist der harte Kern also ein wesentlichster Bestandteil einer Rechtsvorschrift oder eines Gesetzes oder was auch immer. Also harter Kern ist nicht eine Präambel oder irgendwo in Kraft treten, sondern ein Kernpunkt, ein wesentlicher Teil. Und eine schwere Verletzung bezieht sich ja auf die Europäische Sozialcharta, die ja auch gleichzeitig auch eine Menschenrechtscharta ist. Also kann man, ich tue es jetzt mal interpretieren, davon sprechen, dass der Europarat die Bundesrepublik Deutschland wegen einer schweren Menschenrechtsverletzung gerügt hat. Und das macht der Europarat alle zwei Jahre wieder. Keine Zeitung schreibt darüber, alle Bundesregierungen lässt das einfach passieren, es passiert nichts. Und das ist auch ein Ansatzpunkt, wo wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschaft sagen können, das Vorenthalten eines Streikrechts im politischen Raum ist im Grunde genommen eine schwere Menschenrechtsverletzung aus europäischem Recht oder internationalem Recht herausanalysiert. Und das müssen wir auch thematisieren. Das kann man nicht vergleichen mit anderen Menschenrechtsverletzungen, die Verfahren ohne rechtsstaatliche Grundlage oder Gefängnis ohne Anwalt oder was auch immer. Aber es ist auch eine schwere Menschenrechtsverletzung. So sollten wir das auch kommunizieren. Dann habe ich
bei einer Veranstaltung auch hier im Haus durch Detlef Henschel, der Jörg Jungmann wird sich daran erinnern, der war auch da von Verdi, ein Manteltarifvertrag, der einzige meines Wissens der DGB-Gewerkschaften gefunden. Und da sehe ich einen sehr, sehr wichtigen gewerkschaftspolitischen Ansatz drin. Verdi hat in einem Tarifvertrag, das war im Übrigen Reflex auch auf den Zeitungsstreik in den 50er Jahren, in diesem Tarifvertrag, Manteltarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmerinnen Druckindustrie in der Bundesrepublik Deutschland, hat Verdi zu der Friedenspflicht hinzu schon seit Jahren und Jahrzehnten mit aufgenommen. Die Formulierung ausgenommen von der Friedenspflicht sind Generalstreiks und Demonstrationen, die in Gemeinschaft und unter der Leitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes durchgeführt werden und sich nicht ausschließlich auf den Tarifkontrahenten, sprich auf den Arbeitgeber, konzentrieren. Und das ist der einzigste Tarifvertrag in allen DGB-Gewerkschaften. Und ich tue das deswegen so breit treten, weil ich dort einen wunderbaren Ansatz sehe, aller DGB-Gewerkschaften nach und nach dieses Recht, sich in die Tarifverträge reinzukämpfen. Dass die Arbeitgeber uns das nicht freiwillig geben werden, ist vollkommen klar. Aber die Gewerkschaften sind dazu aufgerufen, überhaupt mal die Forderung zu stellen, die Friedenspflicht zu modifizieren, dass sie, wenn sie so eine Regelung drin haben, oder ich sage es mal anders, wenn Verdi in diesem Tarifbereich, wo dieser Tarifvertrag Anwendung findet, zu einem politischen Generalstreik oder politischen Streik zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund aufrufen würde, dann könnten die Arbeitgeber Verdi in diesem Bereich nicht auf Schadensersatz verklagen. Und das ist besonders interessant. Und das wäre eine Perspektive, wirklich mal konzentriert in den DGB-Gewerkschaften anzugehen, wenn es nicht in den ersten Schritt zu erreichen ist in den normalen freien Tarifverhandlungen, wenn man in einen Arbeitskampf geht und den Druck so groß hat, dass die Arbeitgeber einknicken, wenn es nur um Löhne geht, dann kann man das vielleicht im zweiten Schritt auch durchsetzen. Und vor allen Dingen hätte, wenn man es nach und nach in die Tarifverträge reinbekommen würde, hätte es noch einen wahnsinnig großen Vorteil. Wir wären als Gewerkschaften vollkommen unabhängig von der Politik. Wir müssen nicht wie die Bittsteller dastehen, bitte schreibt es mal ins Grundgesetz oder macht mal ein Gesetz, dass wir das dürfen. Wir könnten es aus eigener Kraft uns erkämpfen. Einschränkend muss ich nur dazu sagen, dass wir natürlich nicht in allen Wirtschaftsbereichen Tarifverträge haben. Das soll uns aber nicht davon abbringen, in unseren Bereichen, wo wir Tarifverträge haben, wo wir stark genug sind, zu versuchen, dieses Recht in unsere Verträge reinzuschreiben. Die Schweden beispielsweise haben es in allen Tarifverträgen drinstehen. Warum machen wir es nicht? Auch wie andere Länder uns es dann schon seit Jahrzehnten erfolgreich vormachen. Dann ist das hier eine Übersicht über die Streiks, wo die legitimiert sind. Wir sehen hier, in den aufgeführten Ländern sind ganz viele Länder dabei, wo das Streikrecht in der Verfassung verankert wurde, in den meisten Ländern umfassend. Und es gibt auch sehr, sehr viele Länder, wo das Streikrecht zumindest in Gesetzen geregelt wurde. In unterschiedlicher Ausprägung. Dann haben wir Länder, wo das reine Rechtsprechung ist. Da gehört auch die Bundesrepublik Deutschland dazu. Und wir haben dann noch drei Länder, ich habe eins davon erwähnt, Schweden, die das Streikrecht klugerweise, so wie Verdi in dem einen Tarifvertrag, aber die Schweden haben es fast in allen Tarifverträgen, klugerweise auch in den Tarifvertrag reingeschrieben haben. Warum? Gesetze können verschlechtert werden und Verfassungen können auch geändert werden. Also insofern ist das eine interessante Übersicht. Noch interessanter wird es bei der nächsten. Da geht es jetzt um die Kernfrage politischer Streik. Und da ist auffällig, bei Dänemark sage ich gleich dazu, das ist ein bisschen irreführend, weil in Dänemark sehr wohl politische Demonstrationsstreik möglich sind, aber ein Erzwingungsstreik in Form eines Generalstreikes auch illegalisiert ist. Aber es konzentriert sich im Grunde genommen bei der Auflistung nur auf drei Länder, wo der politische Streik illegalisiert wurde durch Rechtsprechung. Das ist einmal Österreich, wobei in den letzten Jahren in Österreich trotzdem politisch gestreikt wurde und sie wurden nicht verklagt auf Schadensersatz. Das haben nämlich genug Leute mitgemacht. Und wir haben dann noch England. Das würde ich mutmaßen, es sind noch Auswüchse von der Thatcher-Regierung, ist jetzt meine Lesart, oder könnte zumindest eine Hauptrolle gespielt haben, als die Gewerkschaften ja deutlich entmachtet oder zumindest deutlich geschwächt worden sind. Und wir haben, wie ich es immer nenne, unsere, was das Streikrecht anbetrifft, die Bananenrepublik, Bundesrepublik Deutschland.
Also es gibt ja auch andere Kampfformen. In Deutschland kennt man in der Rechtsprechung lediglich noch den Bummelstreik und Dienst nach Vorschrift. Es gibt aber auch Blockade, Boykott, Sympathiestreiks und wilde Streiks. Darauf will ich aber jetzt nicht eingehen. Ihr seht aber, auch da sind wir nicht sonderlich gut aufgestellt als DGB-Gewerkschaften oder in unserem Staat hier. Und das spricht eigentlich auch schon für sich, wenn man sich das anguckt. Nur in drei Ländern dürfen wir es nicht. Ja? Und in allen anderen Ländern ist es entweder ausdrücklich erlaubt oder zumindest geduldet. Also da wird kein Gewerkschafter eingesperrt, keine Gewerkschaft muss Strafen zahlen oder irgendwas passiert. Das ist geduldet. Nur in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und England ist es quasi illegalisiert worden. Dann komme ich zu Zitaten von Gewerkschaftern. Eins ist schon etwas länger her, vom Streikparagraf zum Arbeitsförderungsgesetz 116 hat der damalige Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete Hermann Rappe Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn ein demokratisch gewähltes Parlament ein Gesetz beschließt, auch mit der infamen Absicht, die Streikfähigkeit des DGBs zu schwächen, dann ist das dennoch der Beschluss eines demokratisch gewählten Parlaments. Dagegen kann nicht das Widerstandsrecht des Grundgesetzes in Anspruch genommen werden. Wenn das Parlament auf der Grundlage unserer Verfassung gegen uns entscheidet, ist das zu respektieren. Kolleginnen und Kollegen, was für ein politischer Kniefall eines damaligen Vorsitzenden einer DGB-Gewerkschaft vor dem Parlamentarier, den er ja selbst angehört hat. Solche Aussagen, da kann man drüber streiten, ja, kann man drüber streiten, aber das ist ein gewerkschaftspolitischer Kniefall vor den Parteien. Und das wirkt natürlich in der ganzen Gewerkschaft, wenn solche Sprüche gemacht werden und auch in der Gesellschaft. Aber verlasse ich jetzt dieses ältere Zitat, was nicht ganz so lang her ist, von dem ehemaligen Vorsitzenden Klaus Zwickel. Er hat mal in den Konflikten um die Agenda 2010 heraus Folgendes gesagt. Im Übrigen haben ja einige Bevollmächtigte in der IG Metall, auch wenn der Bundesvorstand in großen Teilen davon abgeraten hat oder sogar dagegen war, trotzdem politisch geschweigt, Klaus Ernst und andere haben ja Sachen organisiert. Er hat gesagt, wir machen keine politischen Streiks und daran ändert sich auch nicht, zumindest nicht, solange ich darauf Einfluss habe. Jetzt könnte man ja sagen, gut, er hat halt mal seine Meinung gesagt, ja. Aber ich halte das natürlich für sehr, 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 sehr schwierig, wenn ein amtierender Vorsitzender, der damals amtierend ist, von der größten Einzelgewerkschaft so einen politischen Block einschlägt, dann wirkt das in allen Gewerkschaften und es wirkt in den Medien und es behindert die Diskussion um dieses Thema, weil sich kaum noch jemand traut zu sagen, ja, wenn wir jetzt sagen, wer hat Unrecht, dann beschädigen wir unseren Vorsitzenden. Also diese Mechanismen gibt es in allen Organisationen, deswegen halte ich das so problematisch, wenn Gewerkschaftsvorsitzende solche Aussagen in der Öffentlichkeit treffen. Und sag mal, damit möchte ich dann schließen mit den Zitaten. Unser DGB-Vorsitzender Michael Sommer hat kurz vor dem 1. Mai 2009 getrieben, im Grunde von auch Oskar Lafontaine, der diese Frage immer wieder in den Medien setzt und thematisiert, ist er natürlich auch angefragt worden, hat Michael Sommer damals gesagt, die Meinung vertritt er meines Wissens auch heute noch, er hat gesagt, die bestehenden Demonstrationsrechte und Streikrechte reichen aus. Kolleginnen und Kollegen, da kriege ich Blutdruck, Rücken, alles auf einmal. Alles auf einmal. Ich empöre mich deswegen so, weil es ist immerhin der höchste Repräsentant der organisierten Arbeitnehmerschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn er es nicht besser wissen würde, dann würde ich es doch verstehen, aber gerade er muss es wissen, dass wir das schlechteste Streikrecht der ganzen Welt haben, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Diktaturen außen vor sieht. Ich halte das für fahrlässig, wirklich für fahrlässig, zumindest in diesem Punkt, wenn ein amtierender Bundesvorsitzender der DGB sich in die Öffentlichkeit setzt und so einen Unsinn erzählt. So ein Unsinn, das wirkt in allen Gewerkschaften und vor allen Dingen wirkt es auch in der Gesellschaft, weil das wird ja überall geschrieben. Selbst Personen, die nichts mit Gewerkschaften zu tun haben, kriegen ja den Eindruck, es ist alles in Ordnung in Deutschland. Wenn der höchste Repräsentant sagt, es ist alles in Ordnung, wir kommen damit klar, was wir zur Verfügung haben, dann schreiben das die Zeitungen, der normale Bürger sagt, naja, wenn der das sagt, dann ist das so. Ich halte das wirklich für hochproblematisch,
wenn Gewerkschaftsvorsitzende so einen Unsinn erzählen in der Öffentlichkeit, und vor allen Dingen wirkt es ja nicht nur in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, sondern es wirkt in alle Gewerkschaften rein, weil das normale Mitglied sagt, ja, wenn unser höchster Chef das sagt, der sich nicht so intensiv damit auseinandersetzt, dann wird ja wohl das dran sein. Entschuldigt bitte meine Empörung, aber das gehört dazu, ein bisschen zu provozieren für nachher die Aussprache. Ich will ja auch keine Personaldebatte ansprechen, ich will nur zuspitzen, um die Problematik darzustellen, über ganz offen, über, ich nenne es immer, bremsende Strukturen zu sprechen. Politisch bremsende Strukturen in den DGB-Gewerkschaften. Wie ist das mit deinem Vorsitzenden? Ja, der hat sowas Ähnliches mal gesagt. Dann gab es einen Lichtblick. Frank Zierske ist der erste Vorsitzende einer DGB-Gewerkschaft, der 2010 nach der Frage politischer Streiks zum Beispiel gesagt hat, politische Streiks sind für uns kein Tabu und das ist kein Geheimnis. Und hier hat er zum Beispiel auch wegen der Rente mit 67 mal gesagt, Frank Zierske, von der Protestkultur in Frankreich können wir uns eine Scheibe abschneiden. Ich finde, dass wir auch in Deutschland ein politisches Streikrecht brauchen. Das Verbot des politischen Streiks stammt von 1955. Jetzt haben wir eine vollkommen andere Situation. Das ist das gute Recht der Beschäftigten. Kann ich voll und ganz unterstreichen. Finde ich ganz toll. Frank Zierske wird auch von dieser Aussage nicht mehr runterkommen. Das ist das Gute. Nur wenn ich mir den Gewerkschaftstag angucke, letzten Jahres, wo 54 Anträge von ehrenamtlichen Strukturen in Werde gestellt worden sind, ist zum Beispiel wie der IG Bau gleich zu tun, den politischen Streik zumindest mal in die Satzung reinzuschreiben. Hat er auch, wie mein Vorsitzender, davor gewarnt und hat alles daran gesetzt, dass es nicht in die Satzung reinkommt. Und außer diesen Ankündigungen, Kettenrassel, habe ich ehrlich gesagt in dem Thema von höchster Ebene von Verdi nichts außer Bremsen bisher gespürt, außer diesen wenigen Aussagen. Trotzdem will ich ermutigen, in allen Gewerkschaften die Kollegen, die solche Aussagen treffen, zu unterstützen. Und sagen wir mal, ich werbe in den Gewerkschaften nicht gegen die Gewerkschaften zu arbeiten, das wäre der falsche Weg, sondern ich werbe für Selbstorganisation. Wir müssen unsere Bundesvorstände nicht fragen, wir müssen es selbst organisieren und Selbstorganisation ist ein Schlüssel, dieses Thema in den DGB-Gewerkschaften voranzubringen. Das können wir mit Anträgen machen, aber wenn das nicht funktioniert, bei der IG Bau hat es funktioniert, da gibt es ja auch Diskussionen im Beirat, der Karl-Heinz ist ja hier, Karl-Heinz Michel, mein Vorsitzender aus Wiesbaden, aber die IG Bau allein wird es nicht, wir brauchen die beiden großen Gewerkschaften, da mache ich mir nichts vor, wir brauchen Verdi und wir brauchen IG Metall, wir brauchen auch alle anderen Gewerkschaften und ich habe große Hoffnung, ich denke, dass in Verdi zumindest die Diskussion um den politischen Streik zumindest nicht mehr zu stoppen ist. Die läuft. Das ist ein Selbstläufer geworden. Also ich will uns auch Mut machen, trotz den bremsenden Strukturen, die es hier und da gibt. Dann gibt es noch eine Zusammenstellung, da möchte ich nur eine Tendenz aufmachen und das auch vielleicht eine Teilthese. Interessant bei dieser Aufstellung, ich habe mal die Zahlen zusammengetragen, von den sogenannten Organisationsdichten in 10-Jahres-Schritten von diesen Ländern. Und da ist und habe gegenübergestellt, wo der politische Streik erlaubt ist oder zumindest geduldet ist oder wo er illegalisiert wurde. Interessant ist, dass in den Ländern, die ich schon erwähnt habe, Finnland 50% Organisationsdichte gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten, in Dänemark 30%, Schweden 14%, Italien 9%, Belgien 7%, hier, gut, das sind nicht so valide Zahlen, das sind nur von 2 Jahrzehnten. Norwegen auch ein Zuwachs, das kann man auch vernachlässigen, weil da mir nicht genug Zahlen zur Verfügung gestanden haben. Aber jetzt kommen wir da unten bei den 5 unteren in das sogenannte, wie ich es jetzt mal neudeutsch nenne, in das Loserfeld. 5 Staaten, wo 2-stellige Zahlen in dieser Periode, wo die Gewerkschaften ihre Organisationsdichte, wo sie abgeschmiert sind. Ja? Richtig abgeschmiert. Ist ja nichts Neues für uns. Ja? Und ganz zufälligerweise sind das genau unter den 5 Loser-Staaten die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und Österreich. Welch ein Zufall. Also ich sehe da schon einen Zusammenhang. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, wir brauchen nur den Generalstreik oder den politischen Streik hier in Deutschland flächendeckend durchzusetzen, dann haben wir keine Mitgliederprobleme mehr. So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist doch eindeutig, dass wenn wir unsere Kampfmittel erweitern würden, und da ist es höchste Zeit für, sich nicht nur auf Tarifkämpfe zu beschränken und mal punktuell
in einzelnen Betrieben gegen die Rente mit 67 mal für einen halben Tag die Arbeit niederzulegen. Wenn wir unsere Kampfmittel ausdehnen würden, dann hätten wir auch ein größeres Gewicht in der allgemeinen Öffentlichkeit. Und ich würde schon sagen, dass das auch nützlich wäre für die Mitgliederwerbung oder auch für die Haltearbeit, weil wir im politischen Raum einfach mehr durchsetzen können und nicht nur die Tarifpolitik als Instrument hätten. So viel zu diesen Zahlen. Die IG Bau hat Gewerkschaftstag 2009 den politischen Streik in die Satzung gehievt. Und der Karl-Heinz wird wissen, wie schwierig das war. Das war der einzige Antrag nach 2007, das ist ein Sachantrag, der ist verabschiedet worden, genau wie bei Verdi, und da ist aber nichts passiert. Ist ja nur ein Sachantrag. Und bei der Satzungsdebatte hat 1,5 Stunden gedauert. Und genauso wie beim Gewerkschaftstag von Verdi hat Klaus Wiesenhügel und Bärbel Feltrini von unserem Bundesvorstand eine flammende Rede dagegen gehalten. Wir machen das schon mal, aber das ist eine, keine schlechte Idee, aber bloß nicht in die Satzung schreiben. Aber unsere Ehrenamtlichen haben sich Gott sei Dank durchgesetzt und haben mit 90% der Stimmen das in die Satzung reinbekommen. Das ist ein Riesenerfolg. Das hat man jetzt bei Verdi ja auch versucht, ist leider gescheitert. Mir ist vollkommen klar, wenn es in einer Satzung drin steht, dann tut die IG Bau morgen noch nicht politisch streiken. Aber es hat eine Signalwirkung, weil es eine Satzungsaufgabe ist. Und der Karl-Heinz kann das bestätigen, nachher in der Aussprache, der Klaus wird jetzt jedes Jahr gefragt werden von unseren Ehrenamtlichen, was ist passiert? Es ist eine Satzungsaufgabe. Wir wollen das. Die Mitgliedschaft will das, zumindest die, die auf dem Gewerkschaftstag war. Und insofern, das ist kein Allheilmittel, aber das ist eine Möglichkeit, die Diskussion in den Gewerkschaften voranzubringen. Also ich fasse zusammen, das Wichtigste, was ich gerne hier festhalten möchte, ist einmal, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können, durch die Tarife die Friedenspflicht auszudehnen. Aber wir müssen auch betrachten, genau deswegen, ich erinnere an das Zitat von Sommer, es reicht alles aus, alles easy. Die Bundesrepublik Deutschland hat mit Abstand, wirklich mit Abstand, das restriktivste und rückständigste Streikrecht der ganzen Welt. Der ganzen Welt. Ausgenommen sind Diktaturen, das muss ich immer dazu sagen. Da gibt es auch kein Streikrecht, da gibt es manchmal sogar keine Gewerkschaften. Und das ist weitestgehend in Deutschland vollkommen unbekannt. Auch die Gewerkschaften thematisieren es nicht. Selbst viele hauptamtliche Gewerkschafter wissen es auch nicht. Auch ehrenamtlich, das ist jetzt keine Schelte, sondern es ist immer wieder, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir hier das engste rechtliche Korsett anhaben in der ganzen Welt, wenn wir Arbeitskämpfe führen. Ich rede jetzt nur mal von wirtschaftlichen Kämpfen. Sofort werden wir überzogen mit irgendwelchen Klagen. Ist das verhältnismäßig? Und wenn Streikbrecher kommen, müssen wir Kassen bilden. Das wird noch mit Staatsgewalt durchgesetzt. Wo leben wir denn einfach? In anderen Ländern kommt eine Panzerkette ums Werktor und da kommt keiner mehr rein und raus. Das würde ich mir hier auch wünschen. Wieso müssen wir für Streikbrecher Kassen bilden? Das sind alles Themen, die wir noch diskutieren sollen und auch voranbringen können. Streikmonopolgewerkschaften gibt es meines Wissens nur in der Bundesrepublik Deutschland. Da wird häufig gesagt, das fällt, wenn wir den politischen Streik haben. Das wäre der Preis dafür. Das wird häufig als Gegenargument verwendet. Ich sage ganz offen, das ist noch gar nicht ausgemacht, dass das der Preis wäre, weil die Arbeitgeber mit unserem Streikmonopol sehr gut auskommen. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Wenn wir den politischen Streik durchsetzen würden und ihn anwenden würden, dann, wenn es das der Preis wäre, dann ist das, was wir dafür gewinnen werden, viel gewichtiger wie dieses Streikmonopol. Das ist zumindest eine klare Aussage, kann man auch darüber streiten. Aber es ist noch gar nicht ausgemacht, dass das der Preis wäre. Wir haben durch das Bundesarbeitsgericht bisher Streiks nur auf tarifvertragsfähige Ziele. Wir haben große Einschränkungen, das ist 2007 etwas gelockert worden bei Sympathiestreiks. Wir haben Verbot von politischen Streiks, also Illegalisierung. Wir haben Illegalisierung von wilden Streiks. Streikverbot von Beamten, da macht sich ja gerade die GEW sehr stark dran, das zu verändern. Blockaden habe ich schon angesprochen und zu Boykott will ich auch nur einen Satz noch sagen. Wenn irgendjemand ganz offen gegen Schlecker ins Feld führt und sagt, kauf dann immer ein, macht das nicht so ohne weiteres. Man kann hier in Deutschland verklagt werden auf Schadensersatz. Aber wie die Leute dann beschäftigt werden, das interessiert kein Mensch. Also insofern, Boykott ist auch ein Thema von Kampfmittel, was man in diese Gesamtdebatte mit einschließen muss.
Thesen, die nicht abschließend sind, die auch falsch sein können und auch unvollständig. Gewerkschaften müssen viel radikaler und politischer werden. Radikal ist für mich nichts Negatives, sondern ist was Positives. Und wir müssen auch unsere Mitglieder politisieren und da ist auch der politische Streik eine Möglichkeit, unsere Mitglieder zu politisieren. Das normale Streikrecht wird durch die Schärfung der Kampfmittel, zum Beispiel politische Streik, Blockade, Boykott, verteidigt in erster Linie, weil es ja ständig angegriffen wird. Das schlechte Streikrecht, was wir haben, soll immer weiter eingeschränkt werden und unter Umständen ausgebaut. Gewerkschaften setzen mehr dadurch auch gerade im politischen Raum um. Das habe ich ja vorhin an den Zahlen versucht zu untermauern. Und die normale Tarifpolitik kann nicht mehr die ganzen politisch verursachten Verschlechterungen ausgleichen. Die Tarifpolitik verkommt zunehmend zur Reparaturwerkstatt einer verfehlten Politik. Und wenn das politische Streikrecht erkämpft wird, hilft das auch sehr stark bei der Mitgliedergewinnung und bei der Haltearbeit durch die Politisierung der Mitglieder und die größeren Erfolge der Gewerkschaften. Gut, und was kommt jetzt? Ich würde einfach sagen, lasst uns daran arbeiten, unsere Demokratie zu demokratisieren.